Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Apotheon. Und wir sind noch immer auf der rauen See unterwegs, aber nicht mehr lange, denn wir müssen eigentlich nur noch Hippachos besiegen und dann können wir zu Poseidon und ihm allgehörigst Eis auf die Fresse geben. Aha. Schön für die. Au, shit, Junge. Au, nein. Nee. Heilige Scheiße, der Typ hält einiges aus. Wo läuft der hin? Lass. Ach komm, lass deine scheiß Pfeile. Ja, zumindest kann ich sie mitnehmen. Meins, meins, meins. Nein. Ach. Junge, bleib stehen. Mieser Motherfucker, ey. Jetzt kommst du mal her. Lauf nicht bergauf. Da bin ich viel zu langsam. Oh. Oh, ich kann reiten. Ich kann reiten. Wie kann ich reiten? Oh, scheiße. Geil. Fast wie Red Dead Redemption, hä? Au. Da bist du auch mal geflogen. Ah, das war doch gar nicht er. What the shit? Wo ist denn er dann? Hin. Oh. Lauf nicht weg von mir. Oh, das war nicht er. Das ist ganz schön verwirrend. Die sehen doch alle gleich aus irgendwie. Da bist du. Komm, bleib du hier. Lauf nicht weg. Put, 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 put. Nein, nein, nein. Ihr trefft mich nicht. Ah Gott, der Typ ist aber auch fucking schnell, ey. Au. Die haben mir voll in den Popo geschossen. Ach, jetzt hat er auf einmal wieder einen Bogen, ne? Hup. Au, au, au. Geh aus dem Weg. Mother. Oh, den habe ich schön aus der Luft geholt. Das muss man mal sagen. Das war echt nice. Bleib mal stehen. Ach, komm, na geht doch. Oh, da kommt noch einer. Oh, oh. Nein, 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 nein. So, hat der was gedroppt? Der hat haufenweise gedroppt. Wie steige ich ihn ab? So, okay. Mal Heilung. Und dann sacken wir das hier alles mal ein. So, jetzt sollten wir theoretisch alle drei Aufgaben erledigt haben. Ein paar Gegner stehen hier zwar noch. Die wir theoretisch... Ach komm, was soll's. Die machen wir auch noch platt. Wenn er denn... Na, oh, der lebt noch. Au. Ach, Leute. Ihr macht mir aber auch gerade nicht leicht, muss ich euch sagen. Du Pisser, der hat mein Pferd gekillt. Mein Pferd. Das mich jetzt sicher für die letzte halbe Minute begleitet hat. Hat er einfach getötet. Dieser miese Sack. Wie sieht es eigentlich waffentechnisch gerade aus? Habe ich noch irgendwie einen Speer oder irgendwas übrig? Oh, die Sarissa habe ich. Dann nehmen wir mal die kleinen Speere. Ja, das glaube ich nicht, aber wenn du meinst. Au. Nein. Jetzt fall doch endlich mal vom Pferd. Also der berittene Kampf ist nicht gerade einfach. Jetzt steigt er ab. Ich habe das Schwert... Blödsinn. Das Pferd habe ich gekillt. Okay, drei Typen sind ja noch irgendwo versteckt. Ich habe zwar ehrlich gesagt jetzt keinen Plan, ob mir das irgendwie was bringt, dass ich die noch platt mache, aber... Wir wollen ja die Sachen nicht unbedingt unvollständig lassen. Komm, komm. Au. Ach komm, jetzt stirb doch. Na, geht doch. Kann ich hier irgendwas einsacken? Gar nichts. Es geht rein. Gar nichts. Das ist Beschiss. Keiner hat irgendwie eine Waffe oder was auch immer für mich. Au. So, der ist auch down. Und das Pferd leider auch. Wir werden aber auch noch immer links oben zwei Gegner angezeigt. Komm,
Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Eieiei. Ach komm, ihr seid aber auch ein paar nervige Mistviecher. Also na gut, ich will jetzt nicht die Pferde beleidigen, die sind ja ganz cool. Oh, ich bin genau in eine Falle gelaufen. Oh. Das ist mit dem Pferd tot. Wie weit geht denn das noch? Da hinten steht noch einer und da ganz rechts oben ist anscheinend eine Truhe. Na, da hat sich doch schon gelohnt. Ach, jetzt läuft er wieder davon. Nicht mit mir, Freundchen. Brauche ich trotzdem mal einen Heiltrank. Hup, 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 na easy. Einmal noch eine Burning Blade, Nectar of Healing und Arrows. Damit bin ich aber voll. Naja. Hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen eine bessere Ausbeute erwartet, aber immerhin. Wir wollen ja nicht allzu geizig sein. So, Pferd, her mit dir. Ich will jetzt nicht unbedingt den ganzen Weg zu Fuß laufen. Sonst war hier aber eigentlich nichts, glaube ich. Lass mir einfach mal die Karte offen, während ich nicht nach links laufe. Vielleicht erblicke ich ja noch irgendwas. Ich meine, da wäre noch eine Tafel zu lesen, aber so wie ich die Tafel in dem Spiel kenne, kapiere ich die sowieso wieder nicht. Weil die in irgendwie so einem komischen Englisch geschrieben sind. Aber gut, wir sind wieder am Schiff. Dann sollte ich ja jetzt theoretisch zu Poseidon können. Theoretisch. Drei Aufgaben sind erledigt. Oh, ich glaube, das ist er schon. Your mortal race has been sentenced to oblivion by decree of my brother. In ages past, Zeus has been far too lenient on your miserable civilizations. He's always had a weakness for your sycophantic whimpering. But now you finally eroded the last of his patience, and I am all too glad to be rid of your mewling. You and your people will be washed away as grains of sand stand against the sea. Okay, Poseidon. Poseidon ist ganz schön riesig. Oh. Motherfucker, ey. Ich piekst dich. Alter Schwede, habe ich mal einen Abflug gemacht. Ha, da war dein Speer zu kurz. Idiot. Ich piekst dich in den Popo. Ey, kannst du mal bitte mein Schiff stehen lassen? Aha. Ich will nicht unbedingt ins Wasser, muss ich sagen. Denn ich glaube, Poseidon im Wasser zu bekämpfen, ist nicht so die cleverste Idee. Oh, oh, er schlägt zu, er schlägt zu. Ah, und ich mache einen Abflug. Ach du Scheiße, das hat mir jetzt mal Damage gemacht. Au. Komm, au, shit, ey. Was soll denn das? Einfach so aus dem Nichts zuschlagen? Nein, 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 nein. Au! Oh, 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 oh. Nicht runterfallen. Au. Ja, Alter, darf ich mich mal wieder bewegen? So halbwegs. Ja, ist ja klar, ey. Was zur Hölle geht ab mit dem Typen? Ich glaube, ich gehe besser wieder in den Nahkampf. Das hat irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Als wir versuchen, den Typen mit dem Pfeil und Bogen zu treffen. Oh, da war irgendwo ein Heiltrank. Ne, Quatsch, Pfeile. Ja gut, nehme ich auch mit. Oh, abblocken, abblocken. Ja toll, jetzt bekomme ich wieder Fallschaden. Ne, doch nicht. Ach, jetzt komm schon, Junge. Du nervst. Wo ist er? Ach, Alter. Ballere ich einfach mal ins Nichts. Vielleicht treffe ich, ja. Oh, jetzt brauche ich aber wieder mein Schild. Oh. Es ist ja voll fies, dass ich davon immer Damage bekomme. Der Typ. Oh, oh. Oh, oh. Schwimm doch. Schwimm doch. Wo ist mein Schiff? Heilige Scheiße. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Ich will da hoch. Ho, ho, ho. Ich hab's doch gleich gewusst. Wasser ist nicht gut. Mein Schild ist im Arsch. Ach, das ist aber auch ungünstig.
Aber hatte ich... Da hinten ist es. Gib das her. Au. Jetzt muss ich nur wieder zurück auf mein Schiff irgendwie kommen. Bevor mich der Typ hier aufspießt. Ah, oh, danke. Wie nett von dir, Poseidon. Wie wahnsinnig sportlich von dir. Ach Gott, das Schild ist aber mal total beknackt. Holy shit. So, jetzt komm mal hier rüber. Ich muss den ein bisschen hier weiter nach rechts locken. Au! Ja, klar, ey. Ich kam nicht mal auf ein beschissenes Schiff. Alter, ey. Der Typ ist einfach nur mal eine totale Nervensäge. Jetzt komm schon her, Poseidon. Mach's nicht so kompliziert. Ja, es geht doch. Und ich mach wieder mal einen Apfel. Oh oh. Heilung. So viel hältst du ja nicht mehr aus. Ah, sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Der Kampf war irgendwie anstrengend. Gut gemacht, aber anstrengend. So, und das Wasser ist weg. Sehr schön. Das heißt auch keine Fische mehr. Gibt es jetzt noch irgendwo irgendwas? Oh, tatsächlich, hier sind noch Kisten. Die wollen wir ja nicht liegen lassen. Ein Perkit nehmen wir auch mit. Was ich auch theoretisch mal einsetzen könnte. Mal wieder ein bisschen Rüstung zu geben. Das hätte ich vielleicht vor dem Kampf machen sollen, oder zumindest am Anfang des Kampfes. Aber habe ich auch nicht so wirklich lange dran gedacht. Bitte nehmt mir nicht übel. So, hier ist Schluss. Okay, Poseidons Dreizack kann im Moment ja mal ein bisschen warten. Ich will mich verdammt nochmal umgucken. Und Kisten kaputt machen. Sehr schön, noch ein paar Pfeile. Wieso kann ich die Schwerter nicht mitnehmen? Ah, ich meine, noch ein Nektar. Noch mehr Nektar. Und hier ist nichts mehr drin. Und da ist das Gebiet auch schon zu Ende. Gut. Dann schnappen wir uns mal den Dreizack und dann geht's weiter. Wir nehmen wir als nächstes. Zuerst aber mal lesen. Roared in volcanic vents deep beneath the waves. This imposing three-pronged spearhead carries the formidable powers of the sea. Gale winds accompany the wielder, giving a sudden burst of speed. Grants the ability to roll in mid-air. Na gut, ich hatte bis jetzt noch nicht das Bedürfnis, das einzusetzen. Ich glaube sowieso, die Ausweichrolle wird bei mir generell ein bisschen vernachlässigt. Die sollte ich vielleicht öfters einsetzen. Wäre vielleicht clever. So, dann haben wir noch Ares und Athene. Ist natürlich die Frage. Jetzt fangen wir als erstes an. Vorher aber überhaupt mal. Falsch. Wo war denn hier nochmal? Hier sicherlich nicht. Nee. Da ist er. Der Markt. Ich will auf den Markt. Das war es theoretisch hier und dann sollte er schon hier irgendwo sein. Tatsache. So, ein bisschen Rüstungsupgrades wäre natürlich mal ganz praktisch. Was du nicht sagst, Junge. So, wie viel kosten die? Haufenweise. Wie viel habe ich? 360. Das reicht doch niemals. Schon alleine der Helm kostet 235. Deswegen fangen wir mal lieber mit dem Billigkram an. Oh shit, ey, das ist alles viel zu teuer. Ja, gib mir noch die Rüstung und dann habe ich sowieso nichts mehr. Ich schätze mal, zum Waffentrainer gehen wird sich jetzt auch nicht mehr wirklich lohnen. Hä? Mit 74 Gold werde ich mir nicht allzu viel leisten können. Nö, da ist er. The Conqueror of Gods. Are you up for a real challenge, though? Klappe. Nee. Da geht gar nichts. Na gut, zumindest wieder ein bisschen mehr Rüstung. Immerhin, sage ich da nur. So, jetzt aber. Jetzt war mal im Ernst. Gehen wir zuerst zu Athena oder zu Ares?
Ehrlich zu sein, ich habe irgendwie mehr Bock auf Ares. Ah, hier hätten wir einen Teleporter-Schrein. Auch gut. Was ist denn das hier? Hier steht nur Enter House. Nichts Besonderes anscheinend. Davon will ich mich aber selbst überzeugen. Zumindest mal eine fette Statue von Ares schon wieder mal. Und hier kann ich nicht durch. Was ist denn aber das? Da rechts oben. Da scheint irgendwie eine Art Manuskript zu sein, das leuchtet. Ich kann es auch knacken. Hier will mich doch jetzt niemand sehen, oder? Nie. Bathhouse Note. My dearest Cleo, the only thing that seems to soothe my anxiety lately is a refreshing soak at the bathhouse. All these troubles concerning the mortals, and now this madman on the loose, seem to wash away, at least for a little while. Come and join me later today, won't you? Tja, die Einladung ist jetzt zwar nicht unbedingt für mich bestimmt, aber ich nehme sie doch gerne an. Wenn ich denn mal weiß, wo das... das Badehaus oder Schwimmhaus oder was auch immer. Wo genau das ist. Schon wieder ein Upgrade für den Helm. Nice. Da war es sogar gratis und ich wollte es mir gerade kaufen. Zum Glück habe ich genau das nicht gekauft. Wobei ich auch nicht weiß, ob das beim Händler jetzt auch der eiserne Helm war oder ob das irgendwas anderes war. Ich weiß es nicht, aber ich will jetzt mal gucken. Haus? Basshaus, da oben wäre das. Dann machen wir uns mal auf den Weg ins Badehaus, würde ich sagen. Wenn wir schon die Einladung haben. So müsste ich theoretisch hier... Hier kann ich nicht rein, das sollte theoretisch dicht sein. Bin ich richtig? Also halbwegs. Ja, haltet die Klappe. So, das ist jetzt über mir. Wie komme ich da hoch? Freunde. Ah, shit, was mir auch jetzt gerade einfällt. Ah, muss ich dann nochmal gucken gehen. Ich will ja auch... Ein neues Schild wäre echt nicht schlecht. Ja, hallo Ladies. Und hallo meine Herren. Da oben ist schon wieder mal eine Notiz. My sweet Cleo, my sincerest apologies. I had to leave early before we could meet. I left a gift of perfumes and nectars at your house. I hope you find them enjoyable. Na toll. Und ich hatte gehofft, ich bekomme jetzt ein bisschen Action, aber nie. Nie. Voll die Enttäuschung. Was für ein Bullshit. Das ist natürlich die Frage, wo zur Hölle ist Cleos Haus? Ich meine, woher soll ich das wissen? Ich sehe da rechts oben auf der Karte sind wir auch zwei Truhen eingezeichnet, aber kein Plan, wie ich da rankommen soll. Da bin ich mal wieder schwerstens überfragt. Vielleicht hier? Ui, steiles Gefälle. Eieiei. Hallo, Freunde. Oh, schon wieder. Eine Notiz von Hermes. Master Hermes, Messenger of Olympus, is indefinitely indisposed. Please hold out outgoing dispatches until further notice. Inquiries and complaints can be made to Epistates Castor of the Olympian Acropolis. Hört sich irgendwie an wie so ein... Na, wie so eine Anrufbeantworter-Nachricht. Naja, das funktioniert nicht. Da brauche ich wohl mein Feuer. Und das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Oh, oh. Ey, ey, nein, nicht minimieren. Was soll denn der Scheiß? Na, klasse. Jetzt ist mir das Spiel abgeschmiert. Ey, ihr wollt mich verarschen, hä? Och. Na dann, bis gleich. So, und da sind wir wieder bei Apotheon. Weiter geht's. Nachdem mir das Spiel einfach mal abgeschmiert ist, warum auch immer, ist ja bis jetzt noch nicht passiert. Was soll denn das? Zumindest musste ich nicht weit laufen. Das Spiel hat automatisch gespeichert, als ich das Badehaus verlassen habe. Ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen, ob ich das hier nochmal einschlagen soll oder ob ich es zur Zeit zumindest lassen sollte. Ich glaube, da warte ich lieber ab, bis ich noch ein bisschen stärker bin.
Und in der Zwischenzeit können wir ja... wenn ich wüsste wie... Denn Athena will ich jetzt noch nicht. Ich will zu Ares. Der sollte theoretisch hier unten irgendwo sein. Ach, verdammt, ich habe noch was vergessen. Ich wollte mir noch ein Schild kaufen, falls ich mir eins leisten kann. Ich hoffe mal, ich kann mir eins leisten, denn dieses Windschild will ich mir nicht unbedingt behalten. Nicht so wirklich. So, gucken wir mal, wo ist denn hier der... da. Ja, ja, bla bla. Lass mich kaufen. Ich kann es mir nicht leisten. Scheiße, 3 fucking Goldstücke. Ach, das ist doch... das ist doch beschissen, sage ich da nur. Aber gut. Dann würde ich sagen, nach dieser herben Enttäuschung, was das Schild angeht, machen wir uns dann in der nächsten Episode von Apotheon auf dem Weg zu Ares. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.